Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Stream und natürlich auch auf den Tribünen. Im Gegensatz zum Kollegen Nückel finden wir, dass ein Gesetzentwurf und der vorliegende Gesetzentwurf durchaus richtig ist. Allerdings natürlich nicht ganz richtig. Wir brauchen natürlich ein starkes Ruhrparlament, um Aufgaben zu bündeln, beispielsweise beim ÖPNV. Wir haben inzwischen, ich glaube, wenn man alle Landes- und also alle kommunalen und Bundes- und Landesorganisationseinheiten, die staatlich betrieben werden, zusammenzählt, kommen wir auf fast 40 Einzelunternehmen, die sich im Verbandsgebiet tummeln. Ich glaube, das geht auch mit weniger Vorständen. Wir müssen auch mehr Gewicht drauflegen auf die Anbindung dieser Region. Auch das kann eine Aufgabe sein für den RVR. Der mehrgleisige Bahnstreckenausbau ist da ein Beispiel. Gleichzeitig kann man auch, wenn man sich das RVR-Gebiet anschaut, sehen, dass ein Flächennutzungsplan für das gesamte Gebiet sehr viel Sinn machen würde, über kommunale Grenzen hinweg. Da kann man dann halt auch Konversionsflächen erst nutzen, bevor man Flächenneuverbrauch angeht. Dafür müsste man sich natürlich übrigens vom New Park mal verabschieden. Auch ein Energiekonzept kann man für die gesamte Region treffen. Zusätzlich auch, um nicht unbedingt nur monetäre Einsparungen zu realisieren, sondern auch vielleicht, um das Angebot zu verbreitern, kann man im Kulturellen zusammenarbeiten. Das muss aber auch aktuell gemacht werden. Aktuell baut jedes Dörfchen da seine eigene Philharmonie. So. Radschnellwege, weiterer Punkt, der angegangen werden muss. Eine Machbarkeitsstudie für einen solchen Weg, das reicht nicht. Wir brauchen schon mehrere Radschnellwege und die müssen auch in die Kommunen ausstrahlen. Wenn ich mir die kommunalen Radwege anschaue, ist das ein Graus. Die Stadt Dortmund, meine Heimatstadt, ist gerade erst auf dem letzten Platz eines entsprechenden Rankings gelandet. So, das muss alles angegangen werden. Dafür braucht es aber ein starkes Ruhrparlament. Und dieses Ruhrparlament muss letztendlich in den Entscheidungen unabhängig von den Oberbürgermeistern und Landräten in den einzelnen Kommunen sein. Kollege Nückel sprach es gerade schon an, in § 14a, wo durch die Hintertür eben wieder doch die Macht dieser Kommunalfürsten blockierend wirken wird, der ist nicht notwendig. Beratend als Kommunalrat gerne, mit abstimmt, nein. Das muss aufgelöst werden, sonst machen wir nicht den Weg frei zur Metropole Ruhr, sondern zur Nekropole Ruhr. Das sind ein paar Sachen, die geändert werden müssen. Mir fehlen aber auch ein paar Sachen ganz klar im Gesetzentwurf. Beispiel Transparenzregeln. Nirgendwo ist hier geregelt, was denn wirklich veröffentlicht werden muss im RVR, in dem neuen. Kein Hinweis auf öffentliche Sitzungen, kein Hinweis auf öffentliche Protokolle, auf im Archiv nachzuhaltende Protokolle, nichts drin. Da fangen wir wieder von Null an. Dabei haben wir hier Erfahrung, wir haben im Kommunalen Erfahrung, das kann man übertragen. Mitbestimmung außerhalb von Wahlen, kein Hinweis drauf. Jedes Mal von neu anfangen macht keinen Sinn. Dann haben wir viel über Infrastruktur im RVR gesprochen. Über Wegeinfrastruktur, über Energieinfrastruktur. Aber was fehlt? IT-Infrastruktur ist null genannt. Kollege Lammler hat heute einen wunderbaren Antrag hier eingebracht zu Freifunk. Das auch mal aufzugreifen, auch aufzugreifen in Zukunftsvisionen, das anzunehmen. Sowas würde eine Metropole Ruhr wirklich nach vorne bringen. Machen wir aber alles nicht, das fehlt alles. Von daher, denke ich, müssen wir hier dringend nacharbeiten. Und daher freue ich mich auf die Diskussion im Ausschuss. Danke.